Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer historischen Schlacht von Age of Empires 3 vom neuen DLC The African Royals. Hier sind wir wieder mal dabei bei der Schlacht von Alcacer Quibir auf eben dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und wir spielen als Marokko gegen die Portugiesen. Und Sebastian von Portugal will hier den Angriff starten, aber die Truppen des Sultans kämpfen, um ihr Zuhause zu schützen. So sieht's nämlich aus. Da, Yusuf! Die Portugiesen haben ihre Armee aus Iberien anrücken lassen und wollen nun gen Süden marschieren. Wir wurden entdeckt! Wir müssen eilen, um den Sultan vor der drohenden Gefahr zu warnen. Euer Hochwohlgeboren! König Sebastian und seine Armee sind eingetroffen. Sie werden bald hier sein. Wir werden bereit sein. Mein Bruder soll die Stämme alarmieren. Euer Bruder benötigt eure Dienste, Ahmad Al-Mansur. Ihr müsst die Reiter Marokkos gegen die Eindringlinge führen. Schöne deutsche Synchro, wie ich finde. So, wir legen direkt los. Ah, wir können hier nach links marschieren, okay. Hier ein paar Truppen bereitstellen. So, also wir müssen das jetzt hier alles befreien, haben einige Kavallerieeinheiten als Marokkaner und müssen hier erstmal jetzt gegen die Husaren dann fighten. Und dann Richtung links oben, denke ich, gehen. Und dann gibt es hier noch diese anderen Lager. Und da kommen jetzt schon die ersten... Die ersten Feinde. So, wir werden die mit der Nahkampfkavallerie so vorne ein bisschen abwehren. Die Fernkämpfer, die alle down machen. So. Dabei verlieren wir natürlich trotzdem schon einiges. Wir sollten zurückerobern, was uns... König Sebastian nutzt die Küstenstädte, um seine Armee zu versorgen. Erobert die Häfen, damit er keine Vorräte mehr aus dem Ja, das sind wir schon dabei. Oh, da ist eine Orgelkanone. Orgelkanone. Einmal bitte vernichten. Sehr gut. Wir müssen da schnell irgendwie mal zu der Orgelkanone. Weil die macht uns gerade nieder. Okay, hier bitte alles töten. Okay, neue Ressourcen bitte. Gut, der Hafen gehört uns. Das heißt, wir marschieren jetzt hier links weiter. Bauen ein paar Fischerboote, würde ich sagen. Kriegen hier Ressourcen. Der Außenposten wurde es leider nicht gebaut. Was ein bisschen schade ist. So, wir wollen hier angreifen. Ah, Artilleriebasis ist hier, alles klar. Ihr könnt Nahrung sammeln. Machen wir sofort. Ist hier ein Alligator? Ich weiß gar nicht, was der Alligator da macht. Will er mich angreifen? So, bitte hier immer drauf. Das Problem ist, unsere Stadt wird jetzt hier schon immer wieder attackiert. Das ist dann tatsächlich ein kleines Problem. Ja, super, unser Außenposten wurde nicht gebaut. So, gehen wir mal hier auf die Orgelkanone. Okay, perfekt. Wir haben uns alles zurückgeholt, was die Portugiesen gestohlen haben. Da kommen jetzt wieder Feinde. Okay, dann gehen wir mal kurz da hoch. Weil unsere Armee ist leider noch nicht so stark, wie ich es gerne hätte. Wir holen uns noch frische Truppen auf jeden Fall. Oh shit, schaffen wir das hier? Wartet mal. Bisschen aus dem Weg gehen. Ah, die schießen mich ab.
So. Einmal hier neu bauen. Okay, und jetzt gehen wir hier bitte weiter. Jetzt gehen wir mal, wo gehen wir weiter? Wir gehen jetzt mal zu dem Außenposten hier weiter. Hoffen, dass da gerade keine Feinde sind, außer die Pada. Sebastian benutzt einen Marionettensultan, um seinen Krieg zu rechtfertigen. Ergreifen wir ihn, verlieren die Portugiesen die Unterstützung unter den Einheimischen. Ah, Mist. Wir haben ein Problem. Die Orgelkanone hier macht uns gerade Riesenprobleme. Ja, okay, nee, Rückzug, Rückzug. Das war ungünstig, dass die da genau in dem Moment kamen. Truppen hier sammeln. Neue Truppen hier herholen. Da können wir von hinten angreifen. Die ziehen sich natürlich hier echt zurück, die Orgelkanonen, ziemlich clever. So, hier fighten. Ja, die haben es sogar geschafft, okay. Wir müssen jetzt mal hier diesen Außenposten zerstören, endlich. Bisschen mehr Map-Control aufbauen. Fangen wir mal mit den Fischerbooten. Ich weiß nicht, wie sehr es sich hier lohnt, da drauf zu gehen. So. Mehr Truppen kann ich leider aktuell nicht haben. Ja, der ist so gut beschützt und ob uns das so viel hilft, weiß ich nicht. Hier ist eine feindliche Karavelle. Aber hier gibt es noch mehr Fisch, das ist gut. Das heißt, wir gehen hier nochmal ein bisschen auf See. Wir haben uns alles zurückgeholt, okay. Was die Portugiesen gestohlen haben. Machen wir mal hier den. Jetzt kommt hier leider gleich eben wieder die große Armee. Was ungünstig ist. Achso, wir sind dadurch auch schon am Limit angekommen, verstehe. Dann gehen wir jetzt hier mal. Ah, die teilen sich auch auf. Okay. Bitte auf die Orgelkanone gehen. Ja, unsere Nahkämpfer verlieren wir hier leider. Ich brauche einfach viel mehr von den Nahkämpfern. So. Mehr davon. Zieh dich mal zurück, nicht, dass du schon wieder stirbst. Und hier unten müssen wir wieder helfen. Nein, in die Orgelkanone rein, bitte. So, vielleicht können wir jetzt hier mal endlich diesen Außenposten da vernichten, bitte. Vielleicht könnt ihr hier mal noch von hinten kommen. Ich brauche mehr Truppen. Sehr gut. Okay, weiter pushen. Aber wir haben nur noch so eine kleine Armee, wenn jetzt wieder so viele kommen. Ja. Oh ja. Kann ich bitte hier irgendwie Richtung Osten? Wir müssen irgendwie diese Orgelkanone wieder ausschalten. Ja, shit. Das ist keine gute Stelle zum Fighten. Geh rück zu. Das sind einfach zu viele. Wo ist mein Außenposten hier? Möchte jetzt. Glaub schon, ja. Ja, jetzt kommen natürlich Pikiniere auch. Ihr habt schon alles abgesammelt. Okay, dann probieren wir mal hier nochmal unser Bestes. Mit dieser großen Kavallerie-Armee.
So, direkt hier drauf. Und die haben mich hier töten. Dort sind sie nämlich nur noch zur Hälfte aufgeteilt, das ist in Ordnung. So. Jetzt versuchen wir sie hier mal zu schwächen. Und jetzt greifen wir sie hier mal wieder an. Angriff. Orgelkanonen. Orgelkanonen. Greift die Orgelkanonen an. Ah, wir haben zu wenig Truppen. Um diesen Kampf zu gewinnen, glaube ich. Muss ich mal bitte hier zurück. Kann ich noch die Orgelkanone bitte? Okay, und Rückzug. Ja, wir haben einen Großteil der Armee leider verloren. Wir sammeln uns mal hier wieder. Aber ein paar dieser grünen Verteidigungseinheiten, die kommen hoffentlich nicht nachgespawnt. Aber wenn wir die Kasernen vernichten, da kommen die Angriffe. Aber wir müssen jetzt aufpassen. Gehen wir mal ein bisschen hier. Hier hin. Außenposten packe ich mal auf die 5. Ich brauche auf jeden Fall Nachschub, Leute. Und ich baue weitere Truppen. Okay, wir können ja hier helfen. Von hinten einfach wieder schön angreifen. Ah, da kommen leider schon wieder so viele neue. Brauchen wir noch mehr Truppen. Wir versuchen hier schon unser Bestes. So. Aber wir verlieren hier so viele Truppen. Das gibt's gar nicht. So kommen wir halt dann niemals hin. Ich meine, klar können wir jetzt noch versuchen, hier die anderen zu befreien, aber... Jetzt kommen schon wieder neue Truppen. Okay, wir müssen uns hier nochmal sammeln. Okay, wir brauchen mehr Gold. Es gibt hier leider kein Gold. Wo sind meine Siedler? Achso, das sind jetzt halt vor allem die da, ne? Ja, gut. Schauen wir mal, ob wir jetzt da irgendwie durchkommen. Wenigstens da mal wieder in die Orgelkanonen reingerannt. Er ist halt schon wieder halb tot, der Typ. Oh, da kommt die nächste Armee. Wir kommen einfach nicht mehr hinterher. Rückzug. Das haben jetzt nicht wieder alle. Ich würde jetzt gerne einfach vorbeireiten eigentlich. Aber das ist keine große Armee halt. Oh, das gibt's ja nicht, wie viele Truppen. Okay, wartet mal, wir sammeln mal alles irgendwie hier. Aber wartet mal, wir haben doch, hier. Ist hier nicht ein Handelsposten vielleicht irgendwo? Jetzt gibt's hier gleich kein was, keine Fische mehr. Okay, neuer Versuch. Ich versuche jetzt mal hier anzugreifen. Leider sind da viele Außenposten. Ah, das sind schon wieder. Ach, das ist noch diese eine Orgelkanone, die mich nie vernichtet. Okay, wir versuchen diesen Stall einmal einzureißen. Ich hoffe, dass dann weniger Feinde rauskommen. Der hat natürlich viele Lebenspunkte. Bitte dich, zieh ich mal bitte zurück, dass du nicht mir schon wieder stirbst. Ah, ob wir den Stall eingerissen bekommen, weiß ich nicht. Vielleicht spawnen die weiter, auch wenn ich den einreiße, aber ein Versuch ist es wert. Ich probiere es einfach. Diese Außenposten hauen halt hart rein. Ambruchschützen können wir mal auch noch töten, bitte. Ja,
hat es vor. Ich brauche Hilfe. Die sind in meinem Lager. Ja, einen Stallheim haben wir eingerissen. Ob das was bringt? Das wird sich gleich zeigen. Wir haben nämlich keine Truppen mehr aktuell. Ich muss hier mal ein bisschen was sammeln. Wir haben auch keinen... Ah doch, ich kann den Marktplatz noch bauen, Leute. Das ist eine Idee. Ja, wir bauen mal hier einen Marktplatz, bitte. Die kommen jetzt hier wirklich her. Aber schaut mal, die wollen jetzt auch pushen. Aber da kommt jetzt wahrscheinlich gleich wieder eine Riesenarmee. Ja, wir haben die ganzen Sachen schon aufgebraucht, leider. Wenn ich den Marktplatz gebaut habe, haben wir wieder genügend Ressourcen auf jeden Fall. Ich schicke mir auch wieder Truppen. Okay, die greifen hier wirklich an. Dann helfe ich doch damit. Oh, wieso greift ihr denn nicht den Außenposten an, sondern nur diese... Das macht halt wenig Sinn. Geht mal lieber auf den Außenposten drauf. So, Marktplatz steht, oder? Genau. Ein paar Upgrades können wir uns auch noch holen. Aber ich habe kein Dorfzentrum zum Agen, deswegen baue ich Armee, bitte. Noch unten, noch hält die alles durch. Na gut, die Karavellen sind das Problem. Den Außenposten kriegen wir auch nicht richtig eingerissen. Na, da ziehe ich mich lieber wieder zurück. So. So, bitte einmal auf die Orgelkanonen gehen. Kriegen wir immerhin die Armeen hier abgewehrt. Was schon mal sehr gut ist. Ja, und jetzt kommen hier leider... Aber da kommen auch wieder Kavalleristen mit und riesige Armeen. Also scheinbar hat es nichts gebracht, dass wir den Stall da eingerissen haben. Oder? Ich weiß es nicht. Okay, wir müssen uns jetzt wieder irgendwie defensiv sammeln. Wir sammeln uns mal wieder hier. So. Ah, dieser Angriff hier hat leider nicht so viel gebracht, wie ich dachte. Und es kommen immer neue Truppen. Oh, wir haben auch hier schon die zwei Außenposten verloren. Das ist kritisch. Das ist tatsächlich... Ah, ich habe hier neue Truppen bekommen. Das ist gut. Hätte ich gar nicht mitbekommen. Bleibt mal hier rechts, bitte. Und greift hier an. So. Neue Truppen. Haben wir... Ach ja, wir haben kein Holz mehr. Besteigt eure Pferde! Marokko braucht euch! Bauen wir mal den Handelsposten hier. Ah ja, hier können wir mal helfen, bitte. Da helfen wir mal in dem Fight. So. Darüber kommen wir nicht, oder? Dieser Pass wird von den Portugiesen gut bewacht. Wir sollten uns einen anderen Weg suchen. So, tötet man den bitte. Ja, 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 der andere Weg ist schon klar. Den sammeln wir hier mal. Wir haben uns alles zurückgeholt, was die Portugiesen gestohlen haben. Das ist sehr gut. Sammeln wir hier mal die Armeen. Tötet mal diesen Ambusstützen da bitte. Oh, ich muss hier wieder Truppen sammeln, woher die jetzt auch immer kamen. Gar nicht gut. So. Ja, viel weiter können wir jetzt hier wahrscheinlich nicht. Ich probiere es einfach mal. So. Bitte hier Münzen sammeln. Ja, wir können hier fighten. Das sind natürlich Pikiniere. Dann greifen wir doch mal hier an. Orgelkanone, schnell. Vernichtet die Orgelkanone.
brauchen Hilfe. Portugiesen sind in meinem Lager. Ja, ich bin schon auf meinem Weg. Ich brauche die ganze Zeit neue Truppen hier. Wir haben uns alles zurückgeholt, was die Portugiesen gestohlen haben. Ja, diese Außenposten. Waren bringen halt nur halb so viel irgendwie. Wir haben uns alles zurückgeholt, was die Portugiesen gestohlen haben. Okay, dann probieren wir jetzt mal noch hierher zu kommen. Oh Mist, da ist noch eine Orgelkanone, aber da komme ich wohl zu spät. Kriege ich wohl nicht mehr. Neue Truppen bitte. Okay, die hier töten wir mal. Ah, oh, stopp. Der Außenpostenwagen hier. Ja, da kommen immer krassere Angriffe gerade. So. Da sammeln wir dann mal unsere Truppen. Orgelkanone angreifen. Ah ja, die fighten hier schon wieder. Okay. Gibt's hier noch Fisch? Da oben ist noch Fisch. Oh, hier gibt's sogar Gold. Das ist gut. So, hierhin bitte. Hier in Außenposten hin. Neue Truppen rekrutieren. Das ist der letzte der Stämme. Unsere Kavallerie wird die portugiesischen Eindringlinge niederreißen. Vielleicht sollte man dann doch von rechts kommen, weil da keine neuen Sie, Truppen. Euer Bruder! Er ist krank und dürfte nicht mehr lange haben. Kein Wort darüber, zu niemandem. Wenn die Soldaten diese Nacht spüren, werden unsere Armee führen und König Sebastian und seine Kreuzfahrer vertreiben. Ja, mach das mal, Kollege. Probier dein Glück. Perfekt. Ach, super. Und hier können wir jetzt Sachen bauen auch. Das ist natürlich hervorragend. Bauen wir doch gleich mal ein Falconett hier. Und dann können wir von hier angreifen. Ah, jetzt gehört uns hier alles. Okay, dann sofort Siedler produzieren, bitte. Und hier mal auf die Nahrung gehen. Okay, ihr positioniert euch hier. Upgrade holen, ganz wichtig. Und holen wir uns 5 Siedler. Aber ich hole mir erstmal das Upgrade, dass ich mehr Siedler schneller bekommen kann. So, ich brauche dringend mehr Gold. Vielleicht noch diesen Handelsposten hier. Okay, wie war das jetzt nochmal mit dem Gold? Mit Münzen, für Münzen. Verkaufen. Ah, Mist, ich war ein bisschen zu spät. Jetzt fehlt uns leider ein bisschen das Holz. So. Okay, wir brauchen ein bisschen mehr mit Münzen kaufen. Auf jeden Fall noch ein Falconet hier haben. Aber bei der Kulverine auch noch wichtig wäre. Eindeutig. Okay. So, wir bauen jetzt hier mal Außenpostenwagen. Okay. Soweit, so gut. Hier ist jetzt noch eine gewisse Armee zur Verteidigung. Okay, jetzt brauche ich wieder ein bisschen Holz. Das tausche ich notfalls mit Münzen kaufen. Dann bauen wir doch noch gleich eine Kulverine, sobald wir das Gold jetzt haben. Ab
apropos, ich brauche im Marktplatz jetzt die Upgrades noch, wobei ich habe schon ein paar Upgrades geholt. Wir haben hier noch Ressourcen, die sammeln wir mal schnell ein, bitte. Ach, hier gibt es auch einen Marktplatz, okay. Interessant. Ja gut, die restlichen Ressourcen haben wir nicht unbedingt so stark. Lebenspunkte, Nahkampfkavallerie erhöht. Wichtig. Das ist jetzt keine Bedrohung aktuell. Wir sollten das mal verbessern, aber das kostet sehr viel Holz. Sammelt mal das Holz schnell ein. Wenn wir da drei Außenposten haben. Wäre das natürlich nicht schlecht. Wo ist denn jetzt hier die Kanone? Weiß ich gar nicht. So, einmal upgraden. Okay, wir haben jetzt auch eine Pulverine, gut. Dann werden wir uns jetzt mal hier ein bisschen zum Kampf aufmachen. So. Gehen wir mal auf 5 Siedler. Okay. Pulverine bitte schießen. Und wir versuchen jetzt hier mal durchzupushen. Schauen wir mal, wie erfolgreich das sein wird. Hä, wurde meine Pulverine vernichtet? Ah, Mist. Okay, dann brauchen wir da theoretisch Nachschub. Man darf... Ja, das sind natürlich Orgelkanonen. Ich brauche Holz. Hackt mal wieder Holz, Freunde. So, ich brauche wieder eine Pulverine dringendst. Wir brechen hier gleich durch den Wall, aber wir haben schon viele unserer Truppen verloren. Ah, wir kommen da gerade nicht so gut durch, irgendwie. Wie ich finde. Zieh dich mal zurück. Ja, okay, wir müssen uns zurückziehen. Das war leider nicht erfolgreich. Das war leider nicht erfolgreich. So. Ah, eine weitere habe ich nicht bekommen. Okay, schade. Jetzt habe ich hier echt einen Großteil meiner Armee verloren bei diesem Angriff. Wir müssen hier irgendwie durchkommen. Ja, ihr habt natürlich alle nichts mehr hier zu tun. Ja, keine Ahnung, wo ich euch hinschicken kann. Hier aufs Wasser bitte. So. Wo läufst denn du hin? Dumme Pulverine. Hab ich euch den Befehl hier etwas so erteilt? Ich glaube nicht. So, wir bauen mal hier ein bisschen Armee. Ja gut, die Fischerboote hier gehen jetzt drauf, ist aber nicht so schlimm. Okay. Ja gut, ich muss alles auf eine Karte setzen, würde ich sagen. Wir werden mal da hochgehen. Habe ich natürlich hier unten keine Armee mehr. Bauen wir auch wieder was nach. Schick uns 2 Kulverinen hierher, bitte jetzt. Zur Verteidigung, falls die wieder hierher kommen. Es kam ja eine ganze Zeit lang nichts. Natürlich sind da wieder Truppen. Ja! Natürlich kommen die da jetzt von der anderen Seite mit den Orgelkanonen. Und vor allem, wie viele die da einfach kommen. Das ist ja krass. So. Auch, glaube ich, nur diese Speerträger bitte noch dazu. Genau. So, die greifen jetzt aber unten wieder an. Ah, der Außenposten hier wird fallen. Leider.
Okay, wir versuchen jetzt doch von Osten irgendwie mal durchzukommen. Keine Ahnung, ob das jetzt was wird. Wir haben jetzt aber hier eine gewisse Armee auf jeden Fall. Mit der probieren wir es jetzt einfach mal hier durchzukommen. Wenn ich wieder ein bisschen mehr Gold habe, baue ich einfach noch ein Falconett. Na komm. Komm, lauf mal da hoch. So, meine Kulverinen dürfen gleich schießen. Wenn die Portugiesen das Dorfzentrum des Marokkos und Armeelagers zerstören, ist alles verloren. Ja, ich weiß. Wir haben aber hier schon Kulverinen stehen. Okay, Kavallerie, haltet euch mal zurück. Wir werden uns jetzt hier erstmal langsam vorkämpfen, ist der Plan. So, dann jetzt aufs Vorschießen, bitte. Ich glaube, mit den Kanonen machen wir hier eine ganz gute Sache. Okay, bitte jetzt auf die Orgelkanonen drauf gehen. Weit zu gut. Okay. Ah Mist, die schießen auf meine Kanonen. Genau, schießt jetzt auf meine Infanterie bitte. Schön auf die Infanterie schießen, die ist mir nicht so wichtig. Neue Truppen hier bauen. Und natürlich auch Truppen bauen. Das Fort ist immer noch nicht zerstört. Ja, und der schießt hier schön meine Kanonen ab. Ist nicht so geil. Das hält ziemlich viel aus. So, jetzt haben wir es aber zerstört. Jetzt pushen wir hier mal ein bisschen vorwärts, bitte. Zerstören hier noch den Rest. Oh, oh, da kommt eine Armee. Okay, hier fighten wir. Der Sound ist noch ein bisschen laut, habe ich das Gefühl. Wartet mal. Kann ich den nicht ein bisschen... Ach, den kann ich jetzt nicht leiser machen, oder was? Das ist natürlich blöd. Nee, kann ich scheinbar nicht. Schade, okay. Gut, ist hoffentlich nicht ganz so schlimm. Oh, Orgelkanonen. Ich will direkt auf die Orgelkanonen schießen. Oh, im Glück hatten wir diese Kulverinen hier. So, hier bitte weiterschießen. Unten haben wir auch erstmal alles noch unter Kontrolle, das ist sehr gut. Wir bauen hier frische Truppen auf. So. Hier gibt's noch Gold. Ein paar Siedler wären natürlich auch noch hilfreich. Stahlfallen vielleicht auch mal langsam noch. Arsenal-Upgrades, gut, da fehlen mir die Ressourcen so ein bisschen noch, ansonsten. Ja, aber so langsam, wie ihr seht, wir pushen immer weiter vorwärts. Nein. Ihr schießt jetzt hier drauf, bitte. Dass wir hier durchkommen können. So. Ah, verdammt, da unten. Jetzt sind leider ein paar Armbrustschützen. Oh, und diese eine Armbrustschütze macht mir da jetzt Ärger. Warte mal, habe ich hier nicht noch Kavallerie? Schicken wir den mal dahin.
Gut. Boah, das sind ja echt harte Wälle. Vor allem, wir können keine Mörser bauen. Ich hätte natürlich Petarde nutzen können, fällt mir gerade auf. Bauen wir mal ein paar Petarde. Ja, das ist eine gute Idee. Tatsächlich. Kavallerie-Geschwindigkeit ist erhöht. Hier Schadensbonus. Ah, Belagerung. Okay, aber wir haben halt nicht mehr so viel Kavallerie-Lebenspunkte. Mir fehlt jetzt aktuell halt so ein bisschen die Kavallerie, muss ich ehrlich sagen. Ja, es sind aber zu viele Armbrustschützen, die machen mich trotzdem nieder. Vielleicht kriege ich sie aber von den Siedlern abgelenkt. Weiß ich nicht. Okay, gehen wir mal hier ein bisschen vorwärts. Mir fehlt jetzt hier einfach irgendwie noch der Stall. Wir reißen jetzt in aller Ruhe mit unseren Kanonen hier alles ein. Verdammt, das sind... Das sind Dings... andere Kanonen. Die müssen wir ehrlich alle abschießen schnell. Ja, die vernichten meine Artillerie leider. Okay, versuchen wir mal mit den Petarden hier den Stall gleich einzureißen. So, hier angreifen. Schicken wir mal hier hoch Verstärkung, bitte. Hey, zurückbleiben. Zurückbleiben. Komm, schießt auf die Orgelkanone, bitte. Ich brauche wieder Falkonette. Eindeutig. Und jemanden, der Gold einsammelt, meine Güte. Ich habe so das Gefühl, dass die Angriffe langsam aufgehört haben, aber wir haben auch noch kaum Armee hier, die übrig ist. Er schießt mal diesen Husar, bitte. Ah, da ist eine neue Armee. Und Orgelkanone. Viele Orgelkanonen. Schießt. Schießt. Ich zerstöre hier meine Pulverinen. So. Okay, neue Falkonette bitte. Ah, Pikes erstmal rausschießen. Die sind leider ziemlich stark. Okay, da durch bitte. Jetzt pushen wir hier mal ein bisschen durch. Haben wir noch Falkonette. Weitere Truppen. Weitere Infanterie. Versuchen wir jetzt hier mal ein bisschen aufzuräumen, bitte. So. Das Lager von König Sebastian müssen wir zerstören. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ich glaube, es war wirklich wichtig, dass wir hier diese Fischereihäfen uns geholt haben, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das war extrem wichtig. So, hier kommen neue Falkonette, perfekt. Und wir brauchen dann auch neue Pulverinen, ganz dringend. Ja, jetzt haben wir aber... Portugiesen das Dorfzentrum des marokkanischen Armeelagers zerstören, ist alles verloren. Wir reparieren das. Graden das ab und holen uns vom Handelsposten hier alle Ressourcen, die wir brauchen. Ah, da unten sind wieder Orgelkanonen. Da oben sind auch Orgelkanonen.
Okay, bleiben wir mal hier drüben erstmal jetzt. Konzentrieren uns hier drauf, bitte. Hä? Ich kann hier nicht Barbaresten. Ich kann das nicht. Ah, nicht vernichten. Halt auf. Lol, ich kann hier nicht. Hä? Ich komme hier nicht durch, oder was? Okay, dann verstehe ich jetzt aber nicht. Zerstören Sie das Lager von König Sebastian. Wo ist denn das Lager genau? Also, wie komme ich denn da dann hin? Was genau ist denn das Lager? Schieß auf die Orgelkanonen. Okay, wir bauen hier noch mehr Armee. Schieß auf die Orgelkanonen. Bin mir nicht sicher, was mit den Lagern gemeint ist. So, meine Siedler haben alle eigentlich nichts mehr zu tun aktuell. Schicken die einfach mal überall hin. Und hier will ich jetzt Gold für die Zukunft bitte haben. Schön defensiv bleiben. Wir werden hier mal mit den Kanonen schießen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Die Kavallerie läuft ein bisschen falsch, da müssen wir aufpassen. Aber mit den Kanonen sollte das ganz gut laufen, nicht gegen die Pikes. Ah, die laufen hier in die Pikes rein, das ist gar nicht gut. So. Jetzt hier bitte weiter schießen. Und was holen wir uns? Moscheebau. Vielleicht lohnt der sich noch. Vielleicht müssen wir hier einfach dieses Fort noch vernichten. Das kann durchaus sein. Also mit genügend Kanonen klappt das auf jeden Fall. So. Okay, jetzt schießen wir hier mal auf das Fort bitte drauf. Und greifen dieses Fort auch an. Gut. Kriegen wir gut hin. So, was habe ich jetzt hier? Habe ich jetzt irgendwie noch was erhalten, was sich lohnt? Aber im Schlachten der Tiere bekommen wir irgendwie mehr. Wir sind jetzt hier echt unter Kontrolle. So muss es sein. Das sind leider wieder Pipes. Wir schießen aus allen Rohren jetzt. Es kommen zwei neue Falkonette. Wir schießen aus allen Rohren gegen das letzte Fort hier. Ist das vielleicht schon wirklich das letzte, was wir hier vernichten müssen? Ich weiß es noch nicht genau. Wir werden es sehen. Jawohl, wir haben es geschafft. Sehr schön, liebe Zuschauer. Wir haben es geschafft. Hervorragend. Also, schwierige Mission, aber klappt, wenn man Nebenziele nicht verfolgt. Und sich wirklich auf das Hauptziel fokussiert, nämlich diese Forstar zu vernichten. Das war unsere Mission also, um den portugiesischen König zu verjagen, die ja da immer wieder Truppen geschickt haben. Bei Anbruch der Dämmerung war die portugiesische Armee Geschichte. Wer nicht gefallen war, wurde von marokkanischen Reitern gefangen genommen. Die Leiche ihres Königs wurde nie gefunden. Und der Marionettensultan ertrank in einem Fluss, als er versuchte zu entkommen. Aber auch Sultan Abd al-Malik tat kurz darauf seinen letzten Atemzug. Er und seine Getreuen hatten seine schwere Krankheit während des Kampfes zur Aufrechterhaltung der Moral seiner Truppen zwar verheimlicht, aber nun zufrieden mit seinem Sieg, konnte sich der alte Mann endlich vom Leben verabschieden. Und so starben an einem Tag drei Könige. Spanien übernahm daraufhin die Kontrolle über Portugal und Ahmad al-Mansur folgte seinem Bruder als Sultan auf den Thron und regierte Marokko für die nächsten 25 Jahre. Ah, okay.
Ja, interessant, was man hier alles über die marokkanische Geschichte lernt, liebe Zuschauer. Und damit haben wir diese historische Schlacht erfolgreich geschafft auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ja, es war eine Herausforderung, aber es war sehr spannend. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Ich denke, wir machen es historisch nach Jahreszahlen. Sprich, dann mit der Untergang der Hausa. Und ja, ich freue mich schon drauf. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar. Und schaut gerne auch mal in meine anderen Videos rein. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da.